16 Jugendliche aus Mansfeld-Südharz und dem Saarlerkreis hatten in der vorletzten Juliwoche am Feriencamp der Polizei Mansfeld-Südharz teilgenommen. Am 22. Juli war der Abschluss auf dem Karl-Fischer-Sportplatz in der Lutherstadt Eisleben, sogar mit Beteiligung eines Hubschraubers. Einzelheiten dazu verriet uns Steffi Schwan, Leiterin zentraler Aufgaben im Polizeirevier Mansfeld-Südharz. Ja, wir sind heute hier auf dem Sportplatz und führen eine gemeinsame Übung durch mit den Rettungskräften der Feuerwehr und dem Rettungsdienst vom Landkreis. Anlass ist ein Schülercamp, was wir in der Polizei in Mansfeld-Südharz durchgeführt haben. Ein einwöchiges Camp im Polizeirevier. Die Schüler haben hier ganz viele Sachen innerhalb der Polizei und mit unseren Partnerorganisationen kennengelernt, haben dort Wissen erworben. Und die Schüler, die bei uns übernachtet haben und bei uns trainiert haben, werden vorbereitet auf einen möglichen Eintritt in den Polizeivollzugsdienst. Wir werden also hier eine Übung, einen Verkehrsunfall simulieren. Da sind verschiedene Schwierigkeiten eingebaut mit Gefahrguttransport, der hier verunfallt ist, ein flüchtender Täter, den wir hier suchen müssen, einen Störer, der die Unfallaufnahme stören wird. Und am Ende wird sicherlich hoffentlich alles gut ausgehen, wir die Verletzten finden und wir zufrieden und glücklich aus der Übung herausgehen.